Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Den müssen wir aber auch wegmachen. Genauso wie den da. Weiß ja nicht, was hier passiert ist. Hier unten wollte ich gar keinen haben. So. Ah, scheiße. Ich glaube, ich muss niesen. Meine Nase kitzelt. Aber das erklärt, warum wir auf einmal so auf 500 Baumstämme kommen. Und ich mir dann die Frage gestellt habe, woher die Baumstämme? Irgendwo habe ich einen Fehler gemacht. Und der wollte die auf einmal hier überall hinsetzen. Ich wollte mal gucken, wie viel wir dann jetzt wirklich brauchen. So, der ist schon verdorben. Super. Das heißt, wir müssen uns gleich mit Snacks versorgen. Hier war es so, genau. Der war irgendwie krumm und schief, warum auch immer. Gut, dass ich jetzt nicht niesen muss, weil meine Nase die vorhin die ganze Zeit gekitzelt hat. So, da bin ich jetzt gespannt. Was für eine Summe brauchen wir dann wirklich? Hier ist immer noch grün, warum auch immer. Ja, aber das ist doch interessant, ne? Wir wissen, dass da oben lila ist. Das hier unten ist grün. Wenn man beide kombiniert, kommt so eine Art Türkis raus. Das ist interessant. Also, hier kommen wir nicht drauf, sondern da. So, dann 386 Baumstämme. Das ist wiederum eine andere Zahl. Eine andere Hausnummer. 500, das war schon ein bisschen so. Okay, woher? Müssen wir ein paar hiervon essen, leider. Und dann geht es am nächsten Morgen direkt los, Holz zu hacken dafür. So, und gute Nacht. Und gute Nacht, Mike. Guten Morgen, Freunde. So, wir müssen jetzt noch mal nach oben gucken, ob was zu trinken da ist. Ob noch was da ist, weil ich so das Gefühl habe, dass die Dinger hier auch austrocknen können. Okay, wenigstens haben wir getrunken. Aber jetzt müssen wir schnell rüber und uns was zu essen holen. Und am besten mit unserer neuen Musik. Ah, geil, es regnet. Ich glaube, da hinten ist wieder ein Thrombosen, Jonas. Ich glaube, ich habe ihn da sehen können. Könnte auch sein, dass ich mich geirrt habe.
Achso, wir können eben auch noch das gammelige Fleisch wegwerfen. Ach nö. Komm. Ja, aber wir haben wieder neue Musik gemein. Gefällt mir sogar ein bisschen mehr als die anderen, die wir hatten. Aber da frage ich mich, wie viele Kassetten gibt es noch? Und wie klingen die wohl? So. Jetzt brauchen wir aber wieder die Axt, weil wir jetzt Essen brauchen. Die Schildkröten müssen auch langsam bald kommen. Da sind sie. Ja. Essen. Noch einer. Essen. Gleich zwei rein. Ein bisschen Geld. Ah, geil, der hat sich wieder aufgefüllt. Nice. Dum, 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 dum. Jo, ist fertig. Erster. Und zweite. Oh, und es hat aufgehört zu regnen. Okay. So, wir gehen aber hier rüber. Na, warte, die haben wir noch nicht wieder hergerichtet. Machen wir das mal eben. Falls die Jungen Freunde wiederkommen. Oh, dann. Ja. Jetzt sind wir wieder ein bisschen getarnter. Und in welche Richtung? Ja. Sogar die richtige. Die erfällt. Ja, komm, wir nehmen hier. Und Ball um. Hallo. Hallo Bambi. So.
Ja, wir machen wieder voll hier. So. Hier können wir auch mal voll machen. Nee. So, wenn wir die hier. Ich hoffe, da hinten ist jetzt kein Thrombosen-Jonas. Denn ich finde, wir haben oft genug schon gegen den gekämpft. Gegen die Ureinwohner an sich kein Problem. Aber gegen die großen Mutanten. Ich finde, sollte nicht zu häufig sein. Oder diese Boss-Mutanten. So. Und die letzten beiden. So. Wir können ja die Stöcker, die oben sind, die Stocklager oben, auch damit schon mal auffüllen. Und vielleicht auch nach und nach vielleicht Baumstammlager, den Steinlager und so. Soll ja alles nach und nach kommen. Stein? Ne? War kein Stein? Okay. So. Hier blieb. Oh, haben wir wieder voll. Ist noch ein paar Stöcker. Weil die Stöcker wollen wir auch noch voll haben. Ach, Stöcker haben wir voll. Thank you.
So, dann. Das hier noch reinpasst, da rein. Und dann. Voll machen, bitte. So und so. Geil. Wieder Gewitter. Wir gehen dahin, wo der große Baum auch ist. Und da fliegt's. Nein, haben wir genug? Okay, Stöcke haben wir auch schon genug. Und den hier noch. Komm, komm, fall um, fall um. Nur mal so als Frage, das, was ich gerade mit dem Baum gemacht habe, so gegengesprungen und den in eine Richtung schubsen. Ist das eigentlich ein RL, also wenn man das in die Realität umsetzen würde, eigentlich gefährlich? Darf man sowas eigentlich machen oder muss man so und dann Abstand zum Baum suchen? Das würde mich nämlich wirklich gerne brennend interessieren, so darauf mal eine Antwort zu kriegen. Ob man sowas als Holzfäller oder so überhaupt darf? Oder vielleicht sogar muss. Denn ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie, wenn ich ehrlich bin, im echten Leben noch nie einen Baum gefällt. Da vielleicht so ein paar dickere Äste oder sowas vom Baum so abgesägt und so, aber gerade erst recht als Kind so. Aber einen richtigen Baum gefällt habe ich bisher noch nie in meinem Leben. Darf man sowas, glaube ich, in Deutschland gar nicht. So einfach mal so einen Baum fällen. Aber für diejenigen, die es beruflich machen, da würde ich das schon gerne wissen. Und ist fertig. Müsste jetzt gleich fertig werden. Ja, ist fertig. So. Jetzt noch Musik dazu. Und wieder rüber. Dum 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 d
Aber ich muss aber auch sagen, sieht schon krass aus, wenn man bedenkt, wie das dann am Ende aussehen wird. Aber es kommt dem endgültigen Ziel von dem hier ein großes Stück näher auf jeden Fall. Und alles aufladen. Beziehungsweise wir nehmen dafür den hier. Und spielen weiter die Mucke ab. Wo haben wir angefangen zu nehmen? Hier. Falsche Taste. Nee. Wirklich wieder die falsche Taste, ey. Ja, komm. Und hoch. Können wir hier schon mal die Steine ablegen. Und hier schon mal die Stöcker. War nicht mehr genug Steine. Und die bauen wir hier oben schon mal an. Angefangen mit da hinten. Ja, komm. Einer noch, okay. Wenn nur noch einer gebraucht wird, finde ich passt. Haben wir den hier schon mal fertig. Dann können wir hier mit R. So, so ist richtig rum, genau. Das hier schon mal planen. Hier brauchen wir 8. Wir machen zuerst überall den Boden rein. Der Boden ist das Wichtigste, finde ich. Ohne den Boden können wir hier keine Dings hier machen. So. Ah, schon wieder durstig. Kommt das? Ja, hier ist wieder alles voll. Nice.
glaube, die Wände oben müssen wir noch mal umplanen. Noch eins höher setzen oder so. Aber erst nachdem wir pennen gewesen sind. So, wir haben alles aus dem Taschen haben wir raus. Okay. Dann sage ich euch schon mal gute Nacht und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.